Hallo liebe Freunde, Corona, Corona, nichts als Corona bestimmt die Schlagzeilen. Noch dürfen wir zumindest hier in Sachsen nach draußen in die Natur gehen, kein Mensch weiß, was morgen sein wird. Also ist jetzt die Zeit der Ruhe, des Nachdenkens, des Überlegens, was soll eigentlich noch sein, was muss eigentlich sein. Ich hatte in meinem letzten Film versucht, einige Urlaubsalternativen zu Mallorca und Co. vorzustellen. Danke erstmal für euer großes Interesse und ein noch größeres Dankeschön an all die Kanäle, die versucht haben, mein Anliegen zu unterstützen und mitzumachen. Also habt ihr ganz toll gemacht und an euch Zuschauer, schaut doch mal hinein, was die anderen so angeboten haben. Ja, und ein Kanal hätte eigentlich auch dort mit hineingehört. Diesen einen Kanal habe ich mir extra aufgespart. Es ist die Bettina Böhme. Ich habe sie mir aber extra aufgehoben. Warum ich sie mir aufgespart habe? Sie bietet nicht nur das Wandern und schöne Naturfilme an, sondern hat weitere interessante Themen auf ihrem Kanal. Wie wäre es also zum Beispiel mit gut kochen und essen? Dafür seid ihr bei Bettina Böhme sehr gut aufgehoben. Sie ist passionierte Köchin und Kräuterfee. Spannend, was sie alles zu erzählen hat. Zeige ich euch jetzt gleich erst noch einmal, wie ihr am besten den Bärlauch bestimmen könnt. So einzeln wächst der Bärlauch. Hier ist der Blütenansatz, die Knospe. Und jedes Blatt wächst einzeln. Oh je, jetzt seid ihr bei Bettina erst richtig auf den Geschmack gekommen. Einverstanden, bleiben wir also weiter in der Küche, nämlich mit der Gartenarche. Essen, Gärtnern sind sein Metier. Obendrein hat er das Zeug zum Entertainer, aber was sage ich, ihn muss man selbst gehört und vor allem erlebt haben. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe eine Frage. Sind Sie es leid, der dünnste und schönste Mensch in der Familie in der Stadt zu sein? Sind Sie es leid, ständig Komplimente zu bekommen wegen Ihrer Figur? Dann sind Sie hier genau richtig, denn wir werden Abhilfe schaffen. Und zwar werden wir heute uns einen Teilchenbeschleuniger basteln. Was wir dazu brauchen? So was Gutes kann man nur selber machen. Das kriegst du nirgendwo. Wir werden heute machen sächsische Quarkkeulchen. Also, wer das nicht nachmacht, der ist ja wohl selber am allerschuldigsten. Nicht nur schuld ist er, der ist am schuldigsten von allen. An Küche und Essen könnte man auch beim nächsten Kanalnamen denken. Aber weit gefehlt. Jetzt wird es nämlich richtig kreativ. Denn bei Petra geht es nicht ums Essen. Bei Petra wird aus Teig etwas ganz anderes gemacht. Kreatives Basteln mit Salzteig. Ich gebe es zu, ich staune jedes Mal, auf welche Ideen sie immer wieder aufs Neue kommt. Eigentlich wollte ich das schon lange einmal selbst ausprobieren, aber mir fehlt einfach die Zeit, denn schließlich mache ich gerade dieses Video für euch. Aber vielleicht habt ihr Lust, euch daran einmal selbst zu versuchen. Jeder hat doch schon immer gesagt, wenn ich doch endlich einmal Zeit hätte. Jetzt haben wir sie alle die Zeit. Oder zumindest fast alle. Ich für meinen Teil bin in meine Bücher regelrecht verliebt. Wie wäre es also, wieder einmal im Bücherregal in Ruhe zu stöbern? Unglaublich, was ich dort alles an Schätzen finde, die man schon immer wieder einmal lesen wollte oder vor langer Zeit gelesen hat. Ich finde es jedenfalls spannend, nach Jahren des Abstands wieder einmal in diverse Bücher zu schauen und interessant, was diese Bücher mir heute noch sagen. Wie geht's euch damit? Habt ihr das auch schon einmal gemacht, nach vielen Jahren solche alten Bücher gelesen? Was habt ihr dabei gefunden oder empfunden? Falls Lesen nicht zu euren Hobbys gehört, wie wäre es denn, anstelle Buchlesen ein altes Fotoalbum zu nehmen und anzuschauen? Herrlich, was es dort an Glanzstücken zu entdecken gibt. Ich bin mir sicher, auch ihr findet das eine oder andere zum Schmunzeln. Oder wie ist das bei euch? Habt auch ihr Unmengen an Fotos, die sich im Laufe der Jahre auf diversen Festplatten angesammelt haben?
Schaut doch dort einmal hinein. Vielleicht gefallen euch eure Bilder so gut und ihr ärgert euch ebenso wie ich, dass sie auf der Festplatte so vor sich hinschlummern. Man kann zum Beispiel Fotoalben komplett selbst gestalten. Ich habe es vor Jahren gemacht und es hat wahnsinnig Spaß bereitet. Zur Beschriftung habe ich einen Kalligraphen benutzt. Damit zu schreiben hat etwas unheimlich Beruhigendes und Entspannendes, fast Meditatives. Man kann die Zeit dabei völlig vergessen. Okay, die Kalligraphen kosten ein wenig und die meisten Geschäfte sind sowieso derzeit geschlossen. Rocco von den Naturinstinkten hat dafür eine ganz einfache und simple Idee. Und toll sieht es doch aus, oder? Basteln und Handarbeit ist gar nicht euer Ding. Es geht natürlich auch ganz anders und dennoch kreativ. Vielleicht habt ihr Lust, eure Bilder zu einem Film zu verarbeiten. Wie ihr seht, geht das ja auch mit Fotos. Zunächst könnt ihr freie Software, um die Kosten in Grenzen zu halten, um euch auszuprobieren, testen. Es ist ja schließlich die Frage, ob so etwas jedem liegt. Schaut also einmal bei Basement Studio 2020 vorbei. Du hast Lust auf Videoschnitt mit einem kostenlosen Videoschnittprogramm, dann empfehle ich dir hier DaVinci Resolve 16. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit der gleichen Software wie ich selbst, mit Magix. Du möchtest auf deinen Videos gerne bestimmte Bereiche unkenntlich machen, wie zum Beispiel Autokennzeichen verpixeln oder bestimmte Personen ausblenden? Magix ist aber eine, ich möchte es mal so umschreiben, eigenartige Software. Unter der Oberfläche verstecken sich noch ungeahnte Möglichkeiten für Leute mit Ideen. Man kann echt eine ganze Menge gestalten. Einer, der das macht, ist Uwe von Copter SD. Kopiert ihr das Video so und fügt es ein, dann habt ihr es natürlich da drüber legen. So, das ist jetzt das zweite Video. Da brauche ich auch das Audio nicht, nämlich weg. Und hier könnt ihr zum Beispiel das Video jetzt einfach ein Stück nach unten ziehen. Sagen wir mal so. Jetzt überlagern sich die beiden Videos hier. Wie bereits erwähnt, ich arbeite seit vielen Jahren mit Magix, aber Uwe ist ein echter Fuchs und ich entdecke immer wieder neue Ideen bei ihm. Und gerade die kleinen, mitunter unscheinbaren Dinge sind es, die Filmen ihren individuellen Reiz geben. Wer eventuell lieber mit Adobe Premiere anstatt Magix arbeiten möchte, auch kein Problem. Schaut vorbei beim Videomacher. Und hier haben wir auch die Tonspur des Lavalier-Mikrofons. Wenn man so drauf guckt, sieht man, dass sie grob etwa gleich sind. Obendrein erklärt er gleichzeitig für alle, die es einmal ausprobieren wollen, wie YouTube funktioniert. Filme machen, hochladen und fertig. So einfach ist das nämlich gar nicht. Du hast einen YouTube-Kanal erstellt und brauchst nun einen Kanaltrailer? Du stellst dir die Frage, was soll ich in dem Video sagen? Es gibt zu dem Thema YouTube noch einen weiteren richtig guten Experten, Hauber Daniel. Dort solltet ihr unbedingt hineinschauen, wenn ihr YouTube versuchen wollt oder gar schon macht. So generierst du 2020 mehr Klicks im eigenen YouTube-Kanal. Um bei YouTube erfolgreich sein zu können, brauchst du mehr als nur eine Kamera und Leidenschaft. Zumal er seinen Kanal sozusagen geteilt hat. Einmal für die kleinen Leute wie zum Beispiel mich, die YouTube aus Spaß betreiben. Zum anderen für Menschen, die versuchen möchten, mit YouTube ihr Geschäft zu unterstützen oder zu führen. Vielleicht gerade jetzt aktuell und interessant für den einen oder anderen. Ihr solltet dort unbedingt schnüffeln gehen. Ja, ich weiß, es gibt viele Kanäle, die YouTube erklären. Aber Daniel macht etwas ganz Besonderes. Er erklärt anhand von kleinen Kanälen ganz praktisch, wo noch Fehlerquellen liegen, wo noch etwas verbessert werden kann. Also, ich finde das unheimlich toll und fair, zumal er das kostenlos macht. Was du noch machen könntest, ist natürlich hier unter dem Punkt Kanalinfo, wenn du drauf gehst, hast du hier unten die Möglichkeit, deine Social Media Links hinzuzufügen. Würde ich hier oben mit reinpacken, weil die werden bei mir zum Beispiel sehr oft geklickt. Ja, dann vielleicht hier noch einen Pfeil mit reinpacken. Ihr seid vielleicht gar nicht mehr zufrieden mit dem, was ihr auf eurer Festplatte an Bildern entdeckt habt und ärgert euch darüber. Wie wäre es denn, wenn ihr gerade jetzt die freie Zeit nutzt, um euch schlau zu machen
und den einen oder anderen kleinen Trick abzugucken, wie es künftig ein bisschen besser gehen könnte, auf was man in Zukunft achten sollte. Ich möchte euch dafür Armin Arno ans Herz legen. Er erklärt einfach und verständlich verschiedene Aspekte anhand ganz konkreter Themen. Dem kann man auch als Laie sehr gut folgen und benötigt nicht zwangsläufig eine Profi-Ausrüstung. Probiert es doch einfach einmal aus. Hier seht ihr die Bildkomposition nochmal durch die Kamera. Hier ist dieser Baum, der sich hier in den Bachlauf hineinragt, moosbedeckt, wunderschön. Hier ist der andere Baum, der praktisch ein Framing macht für diesen Bachlauf. Aber Hauptmotiv soll eigentlich dieser Baum sein, der hier hineinragt, der wundervoll moosbedeckt ist. Das ist euch jetzt alles zu stressig, okay? Eberhard Lange hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Was? Na ganz einfach. Wenn er schon nicht raus zu den Tieren darf, legt er sich drinnen an seinem Fenster auf die Lauer und fängt per Kamera die Tiere draußen in seinem Garten ein. Auch eine schöne Idee und Zeitvertreib. Die Links zu all diesen Kanälen findet ihr unten in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr habt an ihnen den gleichen Spaß wie ich. Schreibt doch bitte in die Kommentare, ob ihr für euch das eine oder andere entdecken konntet. Ich hoffe und wünsche es sehr. Ansonsten bleibt schön gesund. Bis bald. Ciao.